Gut, also einmal guten Tag, ich bin in Vertretung von der BRETV, vom Herrn Wisiak da. Mein Name ist Mühle, bin Geschäftsführer im Fachverband der Film- und Musikindustrie. Kollektivvertrag ist ein trockenes, aber sollte für Sie ein interessantes Thema sein. Darf ich fragen, wie viele von Ihnen haben denn Angestellte? Also beim Herrn Moore war es also doch mehrere. Also das Thema ist Ihnen nicht fremd. Ich nehme an, einige von Ihnen werden Ein-Personen-Unternehmen sein. Und ich nehme an, einige von Ihnen leben auch in einer Mischwelt, in der man ab und zu angestellt ist und ab und zu Selbstständiger ist. Das ist die Welt, in der, glaube ich, viele meiner Mitglieder leben, weil wir davon ausgehen, dass von unseren rund 4.800 Mitgliedern rund 70-80% Ein-Personen-Unternehmen sind. Und solange Sie das sind, sage ich einmal, braucht sich der Kollektivvertrag vom Prinzip her nicht interessieren. Was aber, ich meine, Sie sehen ja, wir haben insofern eine Premiere, weil wir eigentlich Sozialpartner-Vortrag haben, was also weder in der Wirtschaftskammer so üblich ist, dass der ÖGB da ist, noch vice versa. Aber in dem Thema arbeiten wir viel zusammen und uns ist auch durchaus bewusst, dass wir in gewisser Weise in einer Mischwelt leben, weil viele dieser Ein-Personen-Unternehmen da und dort in Funktionen des Filmgeschäfts auch als Angestellte tätig sind. Und im Übrigen, wenn man ein Ein-Personen-Unternehmen ist, sich möglicherweise seine Honorarlandschaft doch ein wenig an den Sätzen orientiert, die im Kollektivvertrag festgeschrieben sind. Das heißt, es finden bestimmte Vermischungen statt, die also auf diese klassische, hier bin ich da der Unternehmer und der Arbeitgeber und hier bin ich der ganzjährige Angestellte, der Dienstnehmer. Ich meine, das wissen, die Welt hat sich insofern eh schon ein bisschen geändert und ist in vielen anderen Branchen auch nicht so. Bei uns ist das jedenfalls schon länger der Fall. Gut, wir haben versucht, das jetzt so zu gestalten, wenn ich Ihnen jetzt den Kollektivvertrag im Einzelnen erkläre, sitzen wir sehr, sehr, sehr lange da. Das heißt, ich werde es sehr schnell durchgehen. Ich werde ein paar Informationsmedien sagen, wo Sie sich tiefer informieren können. Sie können natürlich nachher mit uns beiden gerne auch sprechen, wenn Sie wollen, aber erwarten Sie von den 20 Minuten nicht, dass Sie alles davon verstehen. Ich muss auch gleich einleitend sagen, den Kollektivvertrag zu lesen ist keine ganz einfache Übung. Der ist jetzt 40 oder 50 Jahre alt. Und verschiedenste Verhandlungsteams haben hier um Formulierungen gerungen, was ich sage, ist ganz offen dazu führt, dass das Papier so über diese 40, 50 Jahre nicht in jedem Satz vollständig konsistent und verständlich ist. Weil das ist ein Verhandlungsergebnis, das ist kein Gesetz in dem Sinn, hier wird verhandelt. Ist eigentlich schon ein Gesetz, aber dazu komme ich später. Wir haben zwei Kollektivverträge hier, die gelten immer für ein Jahr und werden jedes Jahr immer in unterschiedlich bunten Farben herausgegeben, die für meinen Bereich oder unseren Bereich relevant sind. Das ist der Kollektivvertrag für Filmschaffende und für Nicht-Filmschaffende. Wir werden sehr oft gefragt, für was die gelten, und das ist relativ einfach. Wir haben heute primär den Kollektivvertrag für Filmschaffende, obwohl beide für sie gelten. Der Kollektivvertrag für Filmschaffende betrifft Dienstverträge zwischen Mitgliedsunternehmern des Fachverbands, also jeder, der zum Beispiel eine Filmproduktionsgewerbe Berechtigung hat, ist Mitglied und ist damit dazu gezwungen oder daran gebunden, den Kollektivvertrag einzuhalten. Und er gilt natürlich auch für alle Arbeitnehmer, die im Mindestgagentarif angeführt sind. Was schon bedeutet, nachdem der Kollektivvertrag für Filmschaffende eine Liste von 21 Gewerken des Filmgeschäfts enthält, gilt es genau für die. Das heißt, wenn Sie einen Regisseur anstellen oder einen Kameramann, Kamerafrau anstellen, sind die dort enthalten und unterliegen daher dem Kollektivvertrag für Filmschaffende. Wenn Sie ein Unternehmen als Sekretärin haben oder eine Putzfrau oder jemand, der in dieser 41er-Liste der Filmdepartments nicht enthalten ist, dann gilt dafür der Kollektivvertrag für Nicht-Filmschaffende. Die Antwort ist also relativ einfach. Der Kollektivvertrag für Nicht-Filmschaffende ist aus meiner Sicht eher ein klassischer Industriekollektivvertrag, weil er halt auch für Unternehmen wie Sony, DADC oder große Einheiten gemacht worden ist und daher Bestimmungen enthält, die für sie relativ irrelevant sind, wie Gleittagsvereinbarungen, Schichtzeit und dergleichen mehr. Das brauchen sie im Regelfall nicht. Gut, wir behandeln also primär den Kollektivvertrag für Filmschaffende und ich habe Ihnen ein paar Links hingeschrieben. Sie haben auf meiner Seite eine Kollektivvertragsseite, wo nicht nur die Kollektivverträge alle oben sind. Es wird übrigens heute mitgefilmt. Sie können also alles, was heute gesprochen ist, sich dann nachher auch auf Vimeo noch einmal anschauen und die Präsentationen stellen wir natürlich auch gerne zur Verfügung. Sie haben auf meiner Seite etwas, Sie haben da auch die Berufsbilder drinnen. Wir haben das ein bisschen arbeiten konsequent daran, den Kollektivvertrag ein wenig lesbarer und aktueller zu machen.
Und wir haben die Seite des ÖGB und eine Seite von Professor Schädel, die ich hier empfehle, filmsupport.at, auf der vor allem Abgrenzungsfragen zum Dienst- und Werkvertrag sehr ausführlich behandelt werden. Bitte sich das anzuschauen. Schauen Sie sich auch bitte die Berufsbilder an. Auch hier, einige davon sind ein wenig in die Jahre gekommen, wenn man sich in den letzten Jahren in Arbeitsgruppen damit beschäftigt, die da und dort zu modernisieren. Aber das Filmbusiness entwickelt sich inzwischen schneller, als wir modernisieren können. Wir haben es aktualisiert. Ich weise Sie nur auf den Unterschied zwischen dispositiv, administrativ und den kreativen Tätigkeiten hin, weil das ist insbesondere bei Werkstattprojekten von Interesse und Werkstattprojekte werden Sie vielleicht interessieren. Ich komme in der Folge dazu. Ja, beide Kollektivverträge sind verbindlich im Gegensatz zu anderen Ländern, vor allem im Gegensatz zu Deutschland, wo die Kollektivverträge nur zwischen den jeweiligen Verhandlungspartnern gelten und daher nicht für die ganze Branche flächendeckend. Gelten sie hier flächendeckend, wenn Sie ein Filmproduktionsgewerbe haben, haben Sie den Kollektivvertrag anzuwenden und sind daher insbesondere die Mindestgagensätze für Sie verbindliche Untergrenzen dessen, was Sie, die Sie nicht unterschreiten dürfen in der Bezahlung Ihrer Dienstnehmer. Wichtig, was nicht erfasst ist, auf die Schauspielerproblematik ist ja schon gut eingegangen worden. Schauspieler, Komparsen, Statisten, Sprecher. Zu den Schauspielern ein Wort. Für die Schauspieler, es gibt ein Schauspielgesetz, das glaube ich jetzt Theaterschauspielgesetz heißt, seit einigen Jahren, regelt aber nur die Schauspieler am Theater. Für alle anderen Schauspieler gilt das normale Angestelltengesetz. Gehen Sie davon aus, dass ein Schauspieler anzustellen ist. Und zwar immer. Komparsenstatisten unterliegen nicht dem Kollektivvertrag, arbeitsrechtliche Beurteilung, ob anzustellen oder nicht. Soweit ich weiß, gehen viele Filmproduktionsunternehmen dazu über, das mit einer Agentur zu machen. Und die Agenturen selber sind meistens Personalüberlasser. Das heißt, die Komparsen sind dann angestellt bei, oder die Statisten sind dann angestellt beim Personalüberlasser. Bei den Komparsen gehen wir davon aus, dass es, wie vorher erwähnt, aus Bühnen oder aus Bühnenberufen kommen und daher diese untergeordneten Tätigkeiten sind. Inwieweit das im Zweifelsfall bei einer Prüfung hält, da bewegen wir uns wie sehr oft in diesen Fragen in Grauzonen, wie wir uns überhaupt in unserem Bereich sehr viel in Grauzonen bewegen, Sie haben ja gehört, dann kommt noch der Künstlerbereich dazu, Sie wissen, Künstler sind wir alle irgendwo, ich würde Sie aber darauf warnen, im Bereich dessen, was wir hier machen, sich als Künstler zu sehen, Sie sind entweder ein Gewerbeunternehmen oder im Regelfall ein Angestellter oder in manchen Fällen Honorarnehmer. Also Fragen auch der Künstlersozialversicherung brauchen uns hier eher weniger interessieren. Ich meine, es ist, was fällt da noch drunter? Die Frage der Ferialpraktikanten, Volontärinnen und dergleichen. Die Definitionen, die wir hier haben, sind auch ein bisschen schwammig. Was unter Ferialpraktikant gemeint ist, weil das wird sehr oft missverstanden, Ferialpraktikanten sind Menschen, die zum Zweck der Ausbildung angestellt werden. Und zwar, weil sie ein entsprechendes Studium oder eine andere Ausbildungsweg gewählt haben, der das verlangt. Das Umgangssprachliche, man arbeitet halt im Juli und August, um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, das ist kein Ferialpraktikant, das ist ein normaler Angestellter. Halt ein niederrangiger, aber normal Ferialpraktikant und Volontäre sind Menschen, die angestellt werden, um ausgebildet zu werden und diese Ausbildung auch benötigen. Das nur zur Klarstellung, wenn Sie als einen Schädel wird das dann vielleicht bestätigen, weil das eine Frage ist, die relativ oft vorkommt und im Übrigen das Trainee-Unwesen ja allerorten ein beliebtes ist und dann liest man halt so Anzeigen, suche Vollzeitarbeitskraft für 40 bis 60 Stunden mit eigenem Wagen und zahle aber schon 400 Euro im Monat und es ist aber eh ein Ferialpraktikant. Das ist kein Ferialpraktikant, der ist zu zahlen nach Kollektivvertrag, entweder Filmschaffende oder Nicht-Filmschaffende und wenn er nur Hilfsarbeit macht, dann ist er eben ein Hilfsarbeiter. Ist traurig, ist aber so. Also ich kann nur davor warnen, sich also das zu eigen zu machen. Ja. Ich will eigentlich ganz gern Fragen nachher machen, wenn es leicht geht. Weil es ist eh so lang, wenn man den gründlich durchmacht, den Kollektivvertrag. Ich sage es Ihnen, das wird sehr, sehr lang dauern. Gut, es gilt für jeweils ein Jahr. Nachdem wir das so verhandeln, dass er für ein Jahr gilt, wir verhandeln einmal im Jahr. Wir verhandeln Inhalte, wir verhandeln natürlich im Wesentlichen auch die prozentuellen Steigerungen, zuletzt waren es 2,4%. Der Kollektivvertrag für Filmschaffende ist eine reine KV-Erhöhung, es ist keine Erhöhung auf den Istlohn. Das bedeutet auf Deutsch, wenn Sie Angestellte, Dienstnehmer haben, die Sie bereits überzahlen,
sind Sie vom Grundsatz her nicht verpflichtet, die Prozentsätze mitzumachen, solange nicht die Überzahlung irgendwann einmal vom Mindestgagentarif überholt wird. Ich meine, es ist natürlich ein Faktum, dass Ihre Dienstnehmer, nehme ich an, aufmerksam die Lohnentwicklung beobachten und da und dort diese Kollektivverträge für sich genommen schon als Ist-Lohnerhöhung empfinden. Es ist aber keine. Wir verhandeln bei diesem Kollektivvertrag ausschließlich KV-Mindestgagen. Gut, was wir dann sonst noch tun, ist, dass wir uns inhaltlich, habe ich schon erwähnt, mit Berufsbildern und dergleichen Dingen beschäftigen. Also es gibt genug zu tun. Gut, Arbeitsverträge. Es ist schon erwähnt worden, der Kollektivvertrag erwähnt, ist schriftlich und in zwei Ausfertigungen und dergleichen mehr. Der Kollektivvertrag ist das sehr genau. Ich kann Ihnen auch nur empfehlen, schließen Sie aber alles, ob es ein Arbeitsvertrag oder ein Werkvertrag oder so, schließen Sie einen schriftlichen Vertrag. Im Gegensatz zum Vorredner würde ich sogar sagen, es ist besser, Sie schreiben auf einen Bierdeckel als auf Briefpapier, ist noch immer besser, Sie schreiben einem gar nicht. Tatsache ist, dass in vielen Fällen Verträge vom Koproduktionsvertrag bis zum Angestelltenvertrag im Filmgeschäft sehr, sehr oft auch sehr niederschwellig gemacht werden und daher nicht schriftlich festgehalten werden. Ich kann Ihnen nur dringend raten, das zu tun, egal welche Art von Vertrag Sie schließen, und überlegen Sie auch, definieren Sie das Ganze so, das Filmvorhaben, die Befristung, die Tätigkeitsdauer, alles das ist im Kollektivvertrag geregelt, definieren Sie das Ganze auch so, dass im schlimmsten Fall, wenn es zu einem arbeitsgerichtlichen Prozess kommt, der Richter eine gute Chance hat zu verstehen, was Sie eigentlich abschließen wollten. Denken Sie daran, dass im Gegensatz zu anderen Berufen bei Dienstverträgen im Filmgeschäft es sich um kurzzeitige Tätigkeiten handelt. Sprich, es ist keine Ausnahme, auch dass auch Dienstverträge für einen Tag abgeschlossen werden. Ein Tag ist quasi die geringste Zeitspanne, die im Film einen Sinn macht und die möglich ist. Unter einem Tag, also stundenweise Tätigkeit, können Sie auch nach dem Kollektivvertrag nicht machen. Aber tageweise Beschäftigung auf Dienstvertragsbasis, sowas gibt's. Und auch da bitte entsprechend, trotz allem, auch wenn das nur sehr kurz ist, das festzuhalten. Ich sage das auch, weil oft Filme hier sind aus dem Imagefilm oder aus dem Werbefilmbereich, die irgendwie gewohnt sind auf Honorarbasis, die Models und die Sprecher und alles, was halt so eine Agentur schickt, alles wie Honorarnehmer zu behandeln, weil der ist eh nur 2 Stunden im Raum. Das ist aber, wenn er weisungsgebunden ist, ist er trotzdem ein Dienstnehmer. Das wird vielleicht nicht bei jeder Prüfung so gesehen, weil vielleicht nicht jeder Prüfer von den Details des Filmgeschäfts was versteht, aber die Ausrede, ich habe eher Agentur, nutzt nur dann was, wenn die Agentur ein Personalüberlasser ist. Das ist so aber in vielen Fällen nicht. Und eine normale Schauspielagentur schließt halt einen Vertrag nicht auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung, sondern auf fremden Namen und fremde Rechnung, ist eigentlich ein Makler. Und das heißt, ein Schauspieler muss ja anstellen, wenn eine Agentur dazwischen ist. Oder zumindest kann es ihnen passieren, dass das ein Prüfer so sieht. Und das hat durchaus seine Schlüssigkeit. Also hier auch Vorsicht. Ja, im Wesentlichen steht eh alles da. Wir haben Mindestvertragsdauer einen Tag, habe ich schon gesagt. Sie finden in § 6 dann noch zahlreiche, äußerst komplexe Regelungen, unter welchen Umständen ein Dreh verlegt werden kann zeitlich. Was auch diese Sonderregelungen für Sie ist, muss das Filmunternehmer relativ klar sein, weil es kann wetterbedingt oder was immer Umstände immer eintreten, unter dem verlegt werden kann. Sehr wichtig, der Paragraph 7 für Sie, projektbezogene Arbeitsverträge, oder das vorher hat er geheißen, Pauschalvertrag. Dieser Vertrag ist eine Besonderheit, die es in anderen Verträgen in dieser Form wahrscheinlich eher nicht gibt. Wir haben so wie überall anders eine Normalarbeitszeit von 40 Stunden die Woche. Habe ich das schon erwähnt überhaupt? Ja. Bei den projektbezogenen Arbeitsverträgen, die direkt auf Dreharbeiten abgezielt sind, handelt es sich um Arbeitsverträge, das ist die sogenannte 60-Stunden-Woche oder bis zu maximal 60-Stunden-Woche. Das bedeutet Montag bis Freitag 8 Stunden plus jeweils 2 Stunden Überstunden und dasselbe am Samstag auch noch. Das sind insgesamt 60 Stunden. Für das haben wir eine eigene Mindestgagentabelle. Natürlich bedeutet die Mindestgagentabelle, damit man das System auch versteht, nachdem es eben bei uns Berufe gibt, die jemand arbeitet einen Tag, jemand arbeitet während einer Drehzeit auf Basis eines § 7 Vertrages oder jemand ist dauernd angestellt, ist das System eigentlich relativ leicht erklärbar. Je dauernder einer angestellt ist, umso weniger verdient er. Tendenziell. Das heißt, je kürzer ich jemanden einsetze, tendenziell umso mehr kriegt er im Interesse des Arbeitnehmers, während die
unbefristeten Dienstverträge, die aber bei Filmproduktionsunternehmen, zumindest im Kollektivvertrag, Filmschaffende eher ähnlich sind, tendenziell ein bisschen weniger verdienen. Das heißt, sprich, die Paragraph 7-Woche ist tendenziell eine billigere Lösung als eine 40-Stunden-Woche mit 20 Überstunden. Das heißt, Sie werden für sich nach der Natur Ihrer Dreharbeiten entscheiden, habe ich eine Dreharbeitenfrist, die ich so berechnen kann, dass ein Paragraph 7 einen Sinn macht. Und das ist bei Kinofilm- oder Fernsehfilmproduktionen sehr oft der Fall. Unter anderen Gelegenheiten, wenn Sie Fernsehfilm, Kleindokumentationen oder Reportagen machen und quasi im Vorhinein die Planung nicht so möglich ist, zu sagen, jetzt habe ich einen fixen Drehplan, wenn Sie sich eher dafür entscheiden, noch normale Arbeitszeit zu arbeiten und halt je nach Bedarf Überstunden bezahlen. Aber diese 60-Stunden-Woche ist eine Besonderheit und sehr praxisnah und wird sowohl vom Arbeitgeber und ich denke auch vom Arbeitnehmer gerne angenommen. Zumindest höre ich nichts anderes. Ja, Pflichten der Vertragspartner sind in § 8 geregelt. Das bedeutet, dass der Dienstnehmer auch sich verpflichtet, Vorbereitungs-, Fertigstellungsarbeiten, Probenvorbesprechungen dergleichen mitzumachen, sowie bei Trailer, Vorspann und dergleichen mitzuwirken. Alles das ist jetzt nichts Besonderes. § 11 Normalarbeitszeit, ich habe es schon erwähnt, wir haben eine normale 40-Stunden-Woche vom Prinzip von Montag bis Freitag, allerdings mit einer Verschiebungsmöglichkeit. Unter bestimmten Fristen abweichende Regelungen sind möglich. Betriebsvereinbarungen, wenn Sie einen Betriebsort haben, was es wohl eher selten geben wird bei uns. Oder Einzelvereinbarungen, wenn Sie halt einen Dienstnehmer einstellen, der aus bestimmten Gründen halt immer eher tendenziell in der Nacht oder gegen Wochenende arbeitet, weil, was weiß ich, ein Fernsehsender Ihnen diese Art Auftrag erteilt, dann ist das im Arbeitsvertrag, kann das durch Einzelvereinbarung festgelegt werden. Normalarbeitszeit 8 Stunden, 6 und 22 Uhr, wobei eine angemessene Pause von 30 bis 60 Minuten hier nicht enthalten ist. Und die übliche Ruhezeit 11 Stunden, das ist ein Rückbezug aufs Arbeitszeitgesetz. Gut, ich habe es schon erwähnt, befristete Dienstverträge ein Regelfall für viele Filmproduktionsunternehmen. Auf einen Tag, mehrere Tage, Wochen oder unbefristet abgeschlossen werden. Daher haben wir auch in den Mindestgagentabellen, für Sie vielleicht ein bisschen unübersichtlich, aber wenn man das System versteht, geht es Mindestgagentarife für eine Wochengage, Monatsgage, also Monatsgage bei unbefristeten Dienstverhältnissen und zwei verschiedene Arten von Tagesgagen. Ich erinnere auch da an das vorgehende Prinzip, der kürzer angestellt ist, verdient mehr. Für den, der einen Tag angestellt ist, bedeutet das, Berechnungsgrundlage ein Viertel der Wochengage, gibt es eigene Tabellen, das ist die sogenannte Tabelle nach § 12 Absatz 1 erster Satz. Und für jene, die mehrere Tage, aber weniger als eine Woche angestellt ist, für die ist der Gagensatz ein Fünftel der Wochengage. Und wenn er mehr als eine Woche angestellt ist, kriegt er so und so die Wochengage. Daher auch zu der sehr oft kommenden Frage, welche Tabelle muss ich nehmen, wenn da oben so rätselhaft steht, nach § 12, erster Satz, § 12 Absatz 1 erster Satz und eine Tabelle nach § 12 Absatz 1 zweiter Satz. Der eine arbeitet einen Tag und der andere arbeitet mehrere Tage, aber weniger als eine Woche. Und wenn er eine Woche arbeitet, dann ist er in der Tabelle Wochenlohn. Dann gibt es noch eine Tabelle für die § 7 befristeten Verträge, also für die Pauschalverträge und eine unbefristete, also Monatsgage. Und dann gibt es noch ein paar Berechnungsgrundsätze, wie man das Ganze rechnet, die für Sie dann interessant sind, wenn Sie Abrechnungen machen. Gut, Überstundenarbeit. Auch das eher komplex. Regel 50%iger Zuschlag für die ersten zwei Stunden über die 8 Stunden hinaus, darüber hinaus 100% und außerdem ist eine Pause zu gewähren. Nachtarbeitszeit ist vor 6 Uhr früh und nach Schluss der Nachtarbeitszeit 100% Zuschlag. Samstag, Sonntag, Feiertag, Sie sehen, Sie brauchen Sie dann, glaube ich, nicht extra vorlesen. Einfache Regel, Samstag, Sonntag, 100%iger Zuschlag. Dann gibt es die Regel, wenn es eine Verlegung, eine rechtzeitige Verlegung der Arbeitszeit aufs Wochenende gibt, 25%iger Zuschlag. Und es gibt eine Sonderregelung, die für alles gilt. Wenn mindestens drei Tage vor und nach dem jeweiligen Dreh, der einen Tag oder zwei Tage dauern kann, kein aufrechtes Dienstverhältnis besteht, gibt es überhaupt keine Zuschläge, sondern gilt der Normalsatz. Also für kurzzeitige Beschäftigungen, wo jemand ausgesprochen nur zum Beispiel für einen Sonntag angestellt wird und nur für diesen einen Tag.
muss sie aber davor warnen, jetzt daran zu denken, was das für eine schöne Regelung für ihre Dienstnehmer ist, wenn sie alle drei Tage denselben immer wieder anstellen, aber nie Zuschläge zahlen. So funktioniert das nicht. Kettenverträge sind in Österreich nicht zugelassen. Also die Idee zu sagen, der kommt nur einmal in der Woche am Sonntag und daher ist er vorher und nachher drei Tage nicht angestellt, davon würde ich eher Abstand nehmen, das hält keine Sekunde lang. Hört sich reizvoll an, ist aber nicht so. Sonderzahlungen, Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration, also jeder, der weiß, was 14 Gehälter im Jahr sind, dem braucht man das nicht erklären. Ist also je eine Monatsgage für Urlaubszuschuss und Weihnachtsremuneration, die zu bestimmten im KV auch genannten Fristen auszuzahlen sind, aber durch Einzelvereinbarung kann das auch anders geregelt werden. Wichtig ist dieser Prozentsatz mit den 16,67, weil wir ja nach wie vor davon ausgehen, dass sie viele Dienstnehmer haben, die sie nicht dauernd beschäftigt haben. Das heißt, wenn sie jemanden unter ein Jahr beschäftigen, bekommt er aliquot den Anteil dieser Monatsgage, beziehungsweise auch wenn Sie jemanden tageweise beschäftigen, ist das einzurechnen. Sie finden in der Tabelle die einzelnen Beträge in den Tabellen aufgeschlüsselt und zwar mit einer Summenposition und je nach der einzelnen Höhe. Ich würde Ihnen empfehlen, in der Abrechnung das auch anzuführen. Das hat bei Filmproduktionen, bei Einzelnen schon so ziemlich teuren Problemen geführt mit dem Finanzamt. Weil die jeweilige Landesfinanzbehörde, in dem Fall, wo es Wien der Meinung war, wenn sie da unten nur eine Pauschalsumme steht, sieht, kann sie ja nicht beurteilen, ob da die Sonderzahlungen eingerechnet sind oder nicht. Und dann wurde der Meinung, das ist eigentlich nicht korrekt eingerechnet, jetzt schauen wir uns einmal alle Dienstnehmer der letzten drei Jahre an und auf einmal steht da eine Rückforderung von 100.000 Euro da. Und es ist dann relativ mühsam, der Finanzbehörde auch die Besonderheiten der Filmbranche zu erklären, nämlich dass es bei uns auch Dienstverhältnisse unter 16 Tage gibt und dass grundsätzlich ja jemand, der einen Tag arbeitet, einen aliquoten Anspruch auf diese Sonderzahlungen hat, auch wenn es nicht viel ist. Das kannten die nämlich so nicht, weil die halt dort vielfach noch davon ausgehen, vom guten alten Föstmodell, man arbeitet 30 Jahre in einer Firma auf Ganzjahresbasis. Dasselbe gilt für den Urlaub, ansonsten gibt es 30, 36 Werktage, weil je nachdem, wie lange man bei der Firma beschäftigt ist. Aber auch hier gibt es Sonderregelungen, die quasi den Eigenheiten der Branche entsprechen, nämlich wenn der Urlaubsanspruch nicht konsumierbar ist, schlicht deswegen, weil der Arbeitnehmer nur eine relativ kurze Zeit angestellt ist, gibt es eine Urlaubsersatzleistung und die ist ja die 10,41 der Tageswochen- und Monatsgage. So, urheberrechtliche Bestimmungen, ein beliebtes Thema, zu dem dann erfahrungsgemäß auch viele Fragen kommen. Ja, nachdem ein Teil der Angestellten auch Urheber sind, wir wissen, die Frage ist, welche Angestellten sind Urheber, nachdem das Urheberrechtsgesetz dazu nicht sehr viel mehr sagt, als jeder, der einem Filmwerk einen kreativen Anteil geleistet hat, ist Urheber, kann man es nicht so genau sagen. Der Regisseur ist sicher, der Kameramann ist es auch sicher. Wird aber vielleicht auch der Cutter sein und wenn es also ein Film mit hohem Kostümanteil ist, kann es vielleicht auch die Kostümbildnerin sein. So genau wissen wir das nicht. Fakt daher, nachdem man daher davon ausgehen muss, dass ein Teil der Angestellten auch Urheber sind, findet man ähnlich wie in anderen Bereichen die Diensterfindung, hier analog Bestimmungen urheberrechtlicher Art, deren wesentlichste ist der Übergang der immateriellen Rechte auf den Dienstgeber, also ein sogenanntes Buyout. Der eine oder andere von Ihnen wird gehört haben, dass wir unter dem Stichwort Cessio Legis im vergangenen Jahr ein Gerichtsurteil des Europäischen Gerichtshofs gehabt haben und es hier eine Diskussion auch über angemessene Vergütungen gibt, das heißt über Anteile, die nicht Lohn sind, sondern Anteile, die Rechteabgeltung sind. Diese Diskussion wird wir gerne in den nächsten paar Monaten mit ziemlicher Sicherheit werden wir in den nächsten ein, zwei Monaten ein neues Urheberrechtsgesetz oder einen Entwurf eines solchen sehen. Da wird sie möglicherweise diese Diskussion auch gespiegelt finden. Und der Kollektivvertrag, sage ich einmal jetzt so, wird sich damit auseinanderzusetzen haben, wenn wir wissen, was das Urheberrecht neu regelt. Derzeit gehen sie davon aus, dass es so drinsteht. Urlaub. Ich habe da Urlaub hingeschrieben. Bitte mal Verzeihung für die spartanische Präsentation. Ich weiß erst seit kurzem, dass ich den Herrn Wisiak vertreten darf und habe die heute schnell gebastelt und daher ist sie halt so unschön, aber
Aber ja, ich hoffe, sie hilft trotzdem. Es geht also nicht um Urlaub, sondern es geht um Dienstreisen, Inland, Ausland. Im Paragraph 22 enthält Bestimmungen, wann und wo sie welches Verkehrsmittel nehmen müssen. Das Entscheidende ist, es gibt kleine und große Diäten. Die kleinen Diäten sind außerhalb der Betriebsstätte, aber innerhalb des Dienstortes. Sprich, Sie fahren mit einem Team, die Betriebsstätte ist im 17. Bezirk, aber Sie fahren mit Ihrem Team, logischerweise filmen Sie nicht nur im 17. Bezirk, sondern Sie filmen auch in einem anderen Bezirk mit einem Kamerateam, dann ist das eine kleine, wenn es über 3 Stunden ist, eine kleine Dienstreise, wo eine kleine Diät fällig wird. Und große Diäten über 3 Stunden außerhalb des Dienstortes. Dafür gibt es grundsätzlich Tag- und Nachtgeld. Nachtgeld, wenn eine Übernachtung notwendig ist. Beziehungsweise wenn nicht eine entsprechende Übernachtungsgelegenheit, die geeignet ist, angeboten wird. Taggeld gilt grundsätzlich für die Ausgaben, die Ihnen dadurch erwachsen, dass Sie nicht an ihrer Wohnstätte und an der Stätte des Betriebs oder am Produktionsstandort, sagen wir eher so, weil das ist eher so zu definieren, arbeiten können. Hier haben wir eine Sonderregelung, wenn Sie angemessenes Catering bekommen. Angemessen heißt mindestens 2-mal am Tag, einmal davon warm und ordentlich, gibt es kein Taggeld. Das heißt für uns sehr deutlich, ein Wurstsemmel ist kein angemessenes Catering. Das heißt aber auch deutlich, wenn Sie 2 bis 3 Mal Essen bekommen, davon mindestens einmal warm, auch unter Berücksichtigung von Ernährungsgewohnheiten wie vegetarischer Nahrung oder was immer, dann ist das ein angemessenes Catering und dann gibt es kein Taggeld im Inland. Im Ausland ist es etwas anders, wenn Sie dort angemessenes Essen bekommen, das nach quasi den Verhältnissen hier als angemessen und zumutbar zu bezeichnen ist, verringert sich das Taggeld entsprechend, heißt es dort so schön. Was heißt, es muss nicht notwendigerweise auf Null gehen. Mehr sagt der Kollektivvertrag aber dazu nicht. Ja, was haben wir dann? Schiedsgericht wird Sie vielleicht nicht so interessieren. Ich sage es nur, es war, wir haben pro Jahr, in den letzten Jahren nicht, aber es gab Zeiten, da hatten wir pro Jahr 3 bis 5 Schiedsgerichtsverhandlungen im Fachverband in einer paritätischen Kommission, besetzt aus Vertretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, geleitet von einem pensionierten Berufsrichter, wo arbeitsgerichtliche Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgrund einer Schiedsgerichtsvereinbarung der beiden Beteiligten quasi sozialpartnerschaftlich beurteilt wurden, wo es den Vorteil hat, dass es a. billiger ist als ein Verfahren vom Arbeitsgericht, b. ja, den Beteiligten schon einmal eine Aussicht darauf gibt, wie es denn voraussichtlich beim Arbeitsgericht ausgehen könnte. In sehr, sehr vielen Fällen, nahezu den meisten, hat das Ganze dann tatsächlich auch in einem Vergleich beider geendet und hat daher dazu geführt, dass es nicht notwendig war, durch einen teuren Arbeitsgerichtsprozess zu gehen. Und war daher eine sinnvolle Sache. In manchen Fällen ist man aber trotzdem zum Arbeitsgericht gegangen, das ist ja nicht ausgeschlossen. Werkstattprojekte sind, ich möchte da nicht so viel wegnehmen, weil ich nehme an, Schädel wird dazu das eine oder andere sagen. Was ist der Grundgedanke des Werkstattprojekts? Das Werkstattprojekt geht davon aus, dass man zur Nachwuchspflege geringer budgetierte Filmprojekte macht, bei denen man Leuten, die beispielsweise Absolventen der Filmakademie sind, die Chance gibt, sich zu bewähren in einem niederer budgetierten Filmwerk. Und davon ausgeht, dass die anderen Kreativen des Teams a. weil sie für ihre Credits interessant sind, b. weil sie vielleicht auch Interesse daran haben, förderlich zu sein im Bereich der Nachwuchspflege, bereit sind, ihren Mindestgagentarif abzusenken. Das heißt, für diese Werkstattprojekte gilt gewissermaßen ein anderer Mindestgagentarifsatz, der sehr, sehr, sehr deutlich niedriger ist. Natürlich kann kein Filmproduzent einen Arbeitnehmer dazu zwingen, dass er einen minderen Satz akzeptiert, aber der Kollektivvertrag lässt für solche von den Sozialpartnern anerkannten Werkstattprojekte eine Unterschreitung der Mindestgagentarife zu, was es eben, das ist auch der Sinn, möglich machen soll, kleine Filme mit Nachwuchskräften zu machen und ihnen die Möglichkeit zu geben, quasi an diesen Projekten zu wachsen und andererseits für die Filmproduktionsunternehmen wieder einen Anreiz geben soll, diese Menschen zu beschäftigen. Ja, wir haben
hierzu vor 2 Jahren einige Änderungen gemacht. Wir haben eine Budgetgrenze eingeführt von 1,3 Millionen. Das wird oft verwechselt, vor allem bei jenen, die beim Österreichischen Filminstitut einreichen, verwechseln das Werkstattprojekt gerne mit dem Nachwuchsfilm. Der Nachwuchsfilm hat eine Budgetgrenze von 1,5 Millionen, wir haben eine Budgetgrenze von 1,3 Millionen. Der Nachwuchsfilm hat Auswirkungen auf Referenzzahlungen, ich würde da nicht näher darauf eingehen, weil es nicht mein Thema ist. Der Werkstattprojekt hat den anderen Sinn, dass man eben derartige billig budgetierte Filme billiger machen kann, weil auf freiwilliger Basis die Angestellten eben einen niedrigeren Satz, deutlich niedrigeren Satz akzeptieren. Was es definitiv nicht ist, aber ich würde jetzt wirklich die Schädel nichts wegnehmen, es ist kein Instrument, um Budgets zu drücken. Man muss das immer wieder sagen, weil es auch immer wieder vorkommt. Gut. Ich habe meine Zeit schwer überzogen, das ist mir bewusst, aber es geht nicht sehr viel kürzer, ohne vollständig oberflächlich zu sein. Kollektivvertrag, nicht viel im Schaffen der Erzähler, nicht viel. Ich habe Ihnen schon gesagt, alle jene, die sich nicht in diesen 41 Positionen des Kollektivvertrags Filmschaffende finden, für die gilt der Kollektivvertrag. Nicht viel im Schaffende, der relativ komplexe Bestimmungen über Arbeitszeit hat, Gleitzeit und so, die Sie nicht zu interessieren haben. Das Entscheidende ist, dass die Bezahlung hier nach Verwendungs- und Lohngruppen stattfindet. Das heißt, eher schwammig definiert ist, im Wesentlichen nach Verantwortungsbereichen definiert ist. Was man bitte nicht darf, was auch da und dort vorkommt, ich kann mir es nicht aussuchen. Also ich kann nicht sagen, weil der Kameramann mir im Kollektivvertrag nicht Filmschaffende so viel besser gefällt und im Kollektivvertrag Filmschaffende leider so teuer ist, deswegen ordne ich ihn in der Verwendungsgruppe 2 ein. Ich meine, ich sage das jetzt nicht als Scherz. Man muss akzeptieren, dass es Firmen gibt, die, ganz kurz nur bitte, weil es glaube ich wichtig ist, die vor allem jene, die Zulieferfirmen für Privatsender sind, die natürlich auch Kameramänner haben, oft sogar solche, die unbefristet eingestellt sind. Wenn die den Kollektivvertrag Filmschaffende aufschlagen und die Gage von einem Kameramann unbefristet sehen, sagen sie, das kriege ich vom Send, das zahlt mir Puls 4 nie oder ATV. Das ist ein Faktum. Es ist ein Faktum, dass dieser Kollektivvertrag, vielleicht werde ich dann korrigiert, aber aus meiner Sicht ist er das, Film versteht als Kinofilm und Fernsehfilm und da steht der Kameramann und das ist ein richtiger Kameramann, ein künstlerischer Kameramann. Jetzt wissen wir von den 2000 oder 3000 Filmfirmen, die wir haben, machen nicht alle Kino- und Fernsehfilme, die machen Imagefilme, sind kleine Zulieferer, Reportagen oder Beiträge fürs Fernsehen. Da ist die Arbeit nicht immer so künstlerisch und da geht sich der Kollektivvertrag Filmschaffende möglicherweise nicht aus mit den Honoraren, die der Sender zahlt. Das ist ein Faktum. Ich kann es nur leider nicht ändern, ein Kameramann ist ein Kameramann, ist ein Kameramann, Entschuldigung, oder eine Kamerafrau. Und daher, wenn Sie das tun und nach Nicht-Filmschaffende einordnen, aus lauter Not, würde ich Ihnen nicht empfehlen, von einem Arbeitsrichter damit aufzutauchen. Ich sage es nur, das ist nicht befriedigend, dass das so ist, aus meiner Sicht, weil sich hier die Welt schnell dreht, aber es ist eben so, ist ein Fakt. Gut, damit wäre ich fertig. Kann Ihnen nur empfehlen, sich mit dem zu beschäftigen. Es ist kein leicht zu lesendes Werk und auch kein richtiges Vergnügen, aber es ist wichtig für Sie. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank für deinen Vortrag und Dankeschön.